gerade mit mir machst, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ah, nein! Wie hast du das gemacht, Alter? Ja, bevor das Video jetzt aber losgeht, noch ein paar ganz kleine Infos. Nummer 1. Es war natürlich jetzt gleich nichts abgesprochen bei den Zaubereffekten. Nummer 2, was viel wichtiger ist, ich mach mal wieder eine richtige Live-Show. Woo! So richtig so mit zugucken und yay! Und ihr müsst nirgends hin. Das ist ja noch besser. Denn ich mach die Show im Internet. Ja, meine erste Streaming-Show. Ja, aber es wird nicht so eine klassische 0815-Streaming-Show, die ihr vielleicht schon mal kennt oder gesehen habt, sondern es wird was Neues. Es wird was nie Dagewesenes. Auf der ganzen Welt noch nie gesehen. Also glaube ich zumindest. Also bei mir noch nicht. Und es ist nämlich folgendes. Entweder könnt ihr einfach nur zugucken, wenn ihr sagt, naja, lasst den guten Mann mal machen. Ihr könnt euch aber auch ein interaktives Ticket kaufen und dann kriegt ihr eine Box nach Hause geschickt, ungefähr ein, zwei Tage vor der Show. Die müsst ihr aber zulassen. Und in der Show machen wir diese Box zusammen auf und da sind Requisiten und Geheimnisse drin, die ihr dann in der Show braucht, um interaktiv mitzumachen. Und dann passiert die Zauberei nicht nur bei mir, sondern auch bei euch zu Hause und zwar in euren Händen. Das ist doch mal was. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird richtig spannend und... Ich sag mal so, das ist auch ein verdammt gutes Geschenk zu Weihnachten, ja? Ich sag's euch nochmal, ja? Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Trailer und natürlich dann auch gleich mit der Zauberei. Also, viel Spaß! Wenn du deinen Augen nicht mehr trauen kannst, ist er endlich zurück und nimmt dich mit in seine Welt. Jetzt Tickets sichern unter alexander-straub.com. Holt euch jetzt endlich ein Ticket, verdammte Scheiße. Und ich möchte jetzt mal gleich, dass du an eine Aktivität, ein Wort, du kannst auch an eine Uhr denken, du kannst auch an eine Person denken, du kannst an was auch immer denken, was du möchtest. Ja. Und hast du was? Ja, ich hab was. Okay. Aber ich versuche mal rauszufinden, an welches Wort du jetzt denkst. Ja? Also es ist irgendwas, was mit dir zu tun hat. Das macht es ja schon mal einfach, aber ich kenne dich ja inzwischen ein bisschen. Gut. Das heißt, es ist irgendwas, was dir, wo du dich gut drin auskennst oder wo du dich viel mit beschäftigst. Mhm. Okay. Du hast mir einen Gefallen und denk mal daran. Also ja, relativ. Ja, also, genau. Aber klar, es hat was mit mir zu tun. Ich bin irgendwie drauf gekommen. Genau. Denk mal daran, ob es eine Person ist. Schau mich mal an. Ist keine Person. Okay. Also, du hast jetzt an irgendwas gedacht. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, hast du an einen Ort gedacht? Hast du an eine Aktivität gedacht? Hast du an eine Person gedacht? Einen Prominenten? Hast du an eine Uhr gedacht? Und das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Okay. Du hast jetzt einen Gedanken im Kopf, du hast jetzt völlig bei irgendwas gedacht. Und wir schauen jetzt mal, was es ist. Marc, hast du nicht sagen Pokerface? Sehr gut. Marc, hast du an einen Ort gedacht? Nein. Okay, sehr gut. Muss nicht sagen, das reicht schon. Das war schon, das ist schon sehr überzeugend. Das ist sehr gut. Okay, Marc, hast du... Wir haben auch nichts abgesprochen, das ist auch sehr wichtig. Hast du an eine Aktivität gedacht? Nein? Okay, sehr gut. Sehr gut. Okay. Denk mal daran, ob es eine Aktivität ist. So wie zum Beispiel Parkour. Deshalb kann ich meinen Arm auch nicht so lange hier oben halten. Nee, ist es nicht. Okay, sehr gut. Stell dir mal vor, ob es ein Ort ist. Ist auch kein Ort. Okay. Stell dir mal vor, ob es ein Hobby ist. Nee. Oh, jetzt habe ich ja nee, nie mehr gemacht. Ja, hast mich überrascht. Okay, sehr gut. Hast du an eine Uhr gedacht? Nein? Okay, sehr gut. Und jetzt ist die Frage, jetzt bleibt ja nicht mehr viel, jetzt ist nur noch die Frage, hast du an einen Ort? Hast du an, nee, du hast auch nicht an einen Ort gedacht. Das heißt, du hast an eine Person gedacht. Ist das richtig? Ja, ja, danke fürs Nicken, das hilft natürlich. So, okay, du hast an eine Person gedacht. Jetzt versuchen wir das natürlich einzugrenzen. Du hättest jetzt an jeden denken können. Ja. Aber wahrscheinlich hast du an eine Person gedacht, die dir irgendwie was sagt und vielleicht sogar noch dem einen oder anderen, der da auch draußen das Video jetzt gerade anguckt. Ja, also das wird man kennen. Wird man kennen, okay, sehr gut. Also schauen wir mal, wie weit wir in die Vergangenheit zurückgehen, ob wir auch in die Schulzeit zurückgehen, wo man die Bilder von Megan Fox rumgeschickt hat oder ob wir vielleicht, nein, okay, es ist nicht so eine Art von Prominenter, okay, wir müssen nicht so weit zurückgehen, aber es ist auf jeden Fall... Wir versuchen mal rauszufinden, was dieser Prominente ausmacht. Ob es ein Schauspieler ist zum Beispiel. Nee, okay. Stell dir mal vor, ob es ein Fortbewegungsmittel ist. Irgendwie ein Auto oder... okay, ja, da haben wir schon mal... Das ist schon mal eher die Richtung. Das ist schon mal die richtige Idee. Okay, jetzt stell dir mal vor, ob du sowas schon mal gesehen hast.
Ob du, okay, wir machen mal einen weiter. Stell dir mal vor, ob du sowas schon mal in echt gesehen hast. Hast du schon mal, standst du schon mal vor diesem Fahrzeug? Ist es ein, standst du schon mal vor diesem Bus, vor diesem Auto? Nee, du standst noch nicht davor. Okay, sehr gut. Stell dir mal die Form vor, ob das im Prinzip eher was Großes ist, eher was Kleines ist, eher, ob da eine Person reinpasst, ob da viele Personen rein. Okay, interessant. Ob es ein Musiker ist? Ja, nee. Okay. Ist es ein Sportler? Nee, okay. Ja, da hast du es mir natürlich wieder einfach gemacht. Das ist sehr gut, Paul Lagerjäger. Okay, dann versuche ich mal rauszufinden. Ey, wie willst du das rausfinden? Ich könnte an jeden gedacht haben. Ja, das ist richtig. Das Problem merke ich gerade auch. Aber das ist ein bisschen wie dieses Spiel, wer bin ich? Weißt du, ich stelle so lange Fragen, bis ich ungefähr weiß, in welche Richtung es geht. Nur ohne, dass du antwortest. Das macht es ein bisschen schwieriger. Okay, hast du an eine Person aus Europa gedacht? Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, dass, genau, sammel dich nochmal, mach nochmal Poker. Ich weiß, was du gerade mit mir machst, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist schön, ich sehe. Okay, wenn du nachher wieder aufpasst, die Unsicherheit. Also das ist... Da hindert er dich auf jeden Fall dran, ja. Mit ihm mache ich doch einen halben. Okay, ich glaube, das hat was mit Uhren zu tun. Ich glaube nicht, dass du jetzt einfach irgendjemanden nehmen würdest. Ich glaube, dass du jemanden nimmst, der irgendwas mit Uhren zu tun hat. Und ich glaube, damit habe ich recht. Ja, okay, da passt auf jeden Fall mehr als eine rein. Okay, und jetzt stell dir mal vor, wo dieses Fahrzeug benutzt wird. Ist es an Land, ist es im Wasser, ist es in der Luft? Okay, interessant, also es ist in der Luft. Okay, und jetzt stell dir mal vor, es könnte ein Flugzeug sein, es könnte ein Hubschrauber sein. Und jetzt ist die Frage, wen es dort gibt. So, ich kenne nicht viele, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich kenne nicht viele Leute, die diese Uhrenmarken hochgezogen haben. Aber ich werde jetzt einfach mal versuchen, rauszufinden, denk mal nur an den Vornamen. Ich versuche mal rauszufinden, ob es ein deutscher Name, ob es ein ausländischer Name ist. Denk mal nur an den Vornamen. Denk mal an den ersten Buchstaben von dem Vornamen. H, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, K, H, okay, sehr gut. Denk mal an den zweiten Buchstaben. H, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, A, B, C, D, A, A, okay. H, A, okay, sehr gut. Und jetzt gehen wir auf den dritten Buchstaben. N, okay. H, N, Hans. Vorname Hans. Ja, Hans, da kenne ich nur einen Hans. Hans Wilsdorf? Ja, das ist richtig, ja. Wer? Das ist tatsächlich Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf, ja. Hans Wilsdorf, ja. Das ist ein klassischer Prominente, den nehmen tatsächlich die meisten. Also das ist, das habe ich letztens auch. Der Gründer halt von Rolex. Von Rolex, ne? Genau. Es ist aber beides nicht. Es könnte ein, Rakete. Aber es, weißt du, was es ist? Es sind UFOs. Nein! Wie hast du das gemacht, Alter? Du bist ein richtiger. Ich weiß schon. Guck mal, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe versucht, dich zu verwirren natürlich. Ich habe versucht, authentisch zu sein und keine Tells zu geben. So, ne? Ich dachte so, okay, ich weiß nicht, so mit so Mikronicken und so. Ich dachte, ich wollte das vereinen so. Hab teilweise auch was anderes imaginiert, ne? Und auch ich dachte so, okay, in der Luft oder am Boden und so. Und ich gucke jetzt nach unten und so. Aber lass dich nicht fühlen lassen. Richtig. Ja, stark. Krass. Wie hast du das geschafft, ey? Du wüsstest, was ich noch alles gesehen habe. Echt Wahnsinn, ne? Du redest aber auch so auf einen ein, weißt du? Man kann irgendwie, man denkt so, was passiert hier gerade und so, ich möchte gar nichts machen und dann... Hast du recht. Mal sehen, ob ich zaubern kann. Und zwar die Uhr an sein Handgelenk und das Geld in meine Tasche. Ja, genau. Habe ich schon mal geschafft. Das blöderweise, ne? Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Aktiviert natürlich die Glocke und kauft euch ein Ticket. Sichert euch eins der limitierten Tickets für die Live-Show, also für die Live-Stream-Show. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich habe richtig Bock. Das wird richtig geil. Eine komplett neue Show, neue Tricks, neue Illusionen, interaktiv. Richtig geil. Also von daher, wir sehen uns da. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.